Hi und herzlich willkommen zurück zum nächsten Part von Guild Wars. Wir sind jetzt endlich beim Endkampf, Endfight angekommen. Das hat ein bisschen gedauert. Es ist eine ziemlich große Map, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich gleich sagen werde. Feuert das verdammte Signal an! Mal gucken, ob wir es hinbekommen. Ich habe Angst, dass wir es nicht tun, aber mal gucken. So, dann aktivieren wir mal die Schutzwelle. Würde gerne rein. Achso, warte, der andere Schutzwall ist gar nicht benutzt worden. Schwierig, wenn ich alleine raufgehe, ne? Rekruten, kümmert euch um diese Portale! Ja, ich bin gerade dabei. Ob du es mir glaubst oder nicht. Ich brauche Metall. Come on. Keine Ahnung, wer 3 nicht gedrückt hat. Aber dankeschön. Das Ding ruft Verstärkung. Zerstört diese Portale. Schon machbar zu dritt. Ich glaube, dass es auch alleine machbar ist, aber halt ein bisschen nervig. So, komm mal her, Wagen. Der Panzer ist in Position. Das ist unsere Chance, das Ding zu harponieren. Habt ihr Spaß da hinten? Wir dürfen diese Portale nicht sterben. Okay. Ja, ich bin doch auf dem Weg. Ich kann halt auch nicht schneller.
Also meins und meins. Die Muni reicht halt hinten und vorne nicht, ne? Jetzt muss ich gerade kurz hin, den Links versuchen. Habt ihr Spaß da hinten? So dachte ich mir das. Das Ding ruft Verstärkung. Zerstört diese Portale. Schnell. Okay. Das ist halt schon machbar. Es dauert zwar übelst lange, aber egal. Aber egal. Na, Rila liegt Menge auf dem Boden und macht nichts. Hm. Aua. Menge useless, Rila. Halt ein bisschen Concentration gerade, deswegen rede ich gerade nicht so viel, tut mir ein bisschen leid. Ich bin etwas konzentriert. Das wollte ich nicht aufheben. Ich bin etwas konzentriert, damit ich nicht sterbe. Und jetzt ist genau das passiert, warum ich sage, dass ich nicht sterben will. Wow, das hat mich nicht hochgeholt, dass ich das Viech angegriffen habe. Gut. Sieht aus, als wären wir auf uns gestellt. Au, au, au. Kommt nur Metallschrott raus, natürlich. Rekruten, mach das Ding mit den Harpunen nieder! Okay. Harpunen. So dachte ich mir das. Ich hoffe, diese Boah, komm ich. Darf ich rein, okay. Okay, komm, stipp. Der Panzer!
Panzer ist in Position. Das ist unsere Chance, das Ding zu harponieren. Oh, krass. Habt ihr Spaß da hinten? Wir haben es CC'd. Ich weiß nicht bei den anderen Malen, ob wir auch CC'd hatten, aber ich glaube nicht. So, komm mal her. Muni. Oh, das ist knapp. Okay, knapp. Schnipp-schnapp. Zerstört diese Portale! Oh, ich gewechselt. Rekruten, mach das Ding mit den Harpunen nieder. Der Typ gammelt da hinten rum, anstatt was zu machen. Es ist natürlich nicht so geil, aber was soll's. Und da liege ich. Gut. Das ist natürlich scheiße, aber was soll's. 4 Sekunden noch. Der Panzer ist in Position. Das ist unsere Chance, das Ding zu harponieren. So, komm. So dachte ich mir das. Ich glaube, wir haben es nicht harponiert bekommen. Kümmert euch um diese Portale. Nervig. Zerstört diese Portale. Das ist ein bisschen knapp so mit dem Leben von dem Ding. Just saying. Ich kümmere mich ganz kurz eben um das Leben von dem Teil. Kann ich das Metall bitte aufheben? Ich darf es nicht aufheben. Dankeschön für nichts. Dachte ich mir das.
kriegt halt giga viel Damage. Ich glaube, das fällt, wenn die das nicht machen. Ich muss das Ding heilen gehen. Ich muss das Ding ganz schnell heilen gehen. Jetzt geht's kaputt. Ich hab halt jetzt mega wenig Muni, ne? Weil ich mich jetzt gerade nicht auf die Muni konzentriert habe, sondern aufs Heilen von dem Ding. Das dauert halt giga lange. Das nenne ich mal fair. Weg mit ihm! Stahl und Feuer, Schätzchen! Schätze, das Feuersignal hätten wir doch nicht gebraucht. Klare Sache, wenn ihr mich fragt. Alle wohl auf! Es ist alles noch dran. Das hat übelst lang gedauert. Okay. Imperator Todbringer! Augen geradeaus! Rühren, Soldaten! Centurio Stahlfänger, wir hatten den Panzer am Biora-Pass erwartet. Komplikationen wegen des Sturms, Herr Imperator. Wir mussten einen Umweg nehmen. Wenn ihr alles unter Kontrolle hattet, weshalb dann das Notsignal? Fehleinschätzung, Herr Imperator. Verstehe. Der Sturm hat uns ziemlich zu schaffen gemacht, also werden Centurio Stahlfänger und ich eine andere Route durch den Pass finden. Ich kann euch Wachschutz liefern, Centurio. Der Imperator hat seine Befehle erteilt. Haltet euch bereit und wartet auf weitere Instruktionen, Soldaten. Okay, und damit haben wir das auch fertig. Jetzt können wir noch mit denen reden. Hallo, Cinder. Okay, dann reden wir erst mit Nick. Das habt ihr gut gemacht da draußen. Okay, was ist eure Geschichte? Früher war ich bei den Abtrünnigen. Hasste Menschen mit brennender Leidenschaft. Wäre stolz gewesen, für die Sache zu sterben. Dann merkte ich, was für ein Trottel ich war. Und der Krieg gegen die Menschen völlig sinnlos. Ich war eine Zeit lang verloren. Fühlte mich, als hätte ich keinerlei Zweck. Bis ich Cinder traf, die mich zu Stahl brachte. Ist ein guter Trupp. Sie sind meine Familie. Okay, und kennt ihr euch wirklich aus mit Trinken? Ist es so offensichtlich? Nach meiner Zeit bei den Abtrünnigen hatte ich den Wunsch, zur Abwechslung mal etwas zu erschaffen. Wenn ich meine Tränke braue, scheinen alle meine Sorgen einfach dahin zu schmelzen. Ich fühle mich so mit Tyria verbunden. Wie eins mit der Natur. Das liegt vermutlich an den Pilzen. Das könnte stimmen.
Okay, Cinder? Was gibt es? Das war ziemlich heftig da hinten. Centurio Stahlfänger und ich wissen eure Hilfe bei unseren unvorhergesehenen Hindernissen zu schätzen. So läuft das manchmal. Die Verhältnisse im Feld ändern sich und wir müssen uns anpassen. Im Pharah lernt man eben nicht alles. Normalerweise ist Rieland aber vorsichtiger. In letzter Zeit hat er uns stärker gedrängt und der Trupp ist dem auch gewachsen, aber es bedeutet einfach, dass wir noch besser werden müssen. Der Stahltrupp hat sich seinen Ruf verdient und wir gedenken, ihn zu behalten. Wenn ihr jemals einen Rat braucht, werde ich hier sein. Okay. Und was läuft denn eigentlich zwischen euch und dem Centurio? Nun, hier ist aber jemand sehr neugierig, wie? Rieland und ich wuchsen gemeinsam im Pharah auf. Er hat uns öfter aus Schwierigkeiten geholt, als ich zählen kann. Er versucht immer das zu tun, was richtig ist. Deshalb genießt er auch unser aller Vertrauen. Okay. Und du da? Großartig. Ich liebe es, ewig auf Befehle zu warten. Irgendwie sind wir alle noch am Leben. Ich weiß, macht Riesenspaß. Ich fange an, den neuen Rieland richtig zu mögen. Cinder macht sich etwas Sorgen, seit er Centurio geworden ist, aber ich verstehe nicht, warum das so ein großes Ding sein soll. Um ehrlich zu sein, ich denke, für Rieland ist das so eine verlockende, maskuline Sache. Wenn man erstmal anfängt, die Leiter zu erklimmen, will man sehen, wie hoch sie ist. Es ist wie mit Katzenminze. Ich persönlich hab's nicht so mit Leitern. Ich bin glücklich, solange ich eine große Wumme habe und was, worauf ich schießen kann. Okay. Du hast doch noch was zu sagen, oder nicht? Was werdet ihr nach dieser Mission machen? Essen. Weiß nicht, ob ihr es schon gehört habt, aber ich habe eine Vorliebe für Schnitzel, Fleischpastete, Würstchen. Im Prinzip alles, was mit totem Tier zu tun hat. Ein Jahr habe ich Ranoa beim Fleischschoberfest einen Schrecken eingejagt. Falls ihr noch nie Dolljagd probiert habt, kann ich das empfehlen. Man muss es genau richtig rösten. Dann sind Geschmack und Mundgefühl phänomenal. Oh, mir läuft die Sabber im Mund zusammen. Verdammt, jetzt habt ihr mich hungrig gemacht. Vielen Dank auch. Du mich auch? Dankeschön. Panzerzeit schon um? Was haltet ihr vom Imperator? Er ist der Todbringer der guten Laune. So viel ist sicher. Aber Banga ist auch der Schlauste unter den Imperatoren. Wir sind Char und er kämpft für die Char. Ich weiß nicht, was daran so kontrovers ist. Oh, kennt ihr General Almora von den Wachsamen? Ich hörte, sie und Banga hätten... Aber ich will nicht tratschen. Na schön, ich tratsche schon gern, aber Cinder hat mir gesagt, ich solle aufhören, Gerüchte unter den Rekruten zu verbreiten. Was hat Banga und Almora? Dieser Panzer ist schon irre. Mit Sicherheit. Das Beste daran, bei diesem Trupp zu sein, ist der Zugang zu den glänzendsten neuen Spielsachen im Arsenal der Char. Na, vielen Dank auch. Oh, außerdem schätze ich meine Kameraden sehr, besonders euch, Vishen. Okay, dann danke ich euch. Und tschüss. Möchtet ihr eure Geschichte fortsetzen? Düsterfels Höhle, ja. Aber erst im nächsten Part. Wie es weitergeht, seht ihr. Dann bis dann und bye bye.